Willkommen zurück. Im Zuge dieses Videos werden wir einige Funktionsgraphen betrachten und diese ihrer zugehörigen Exponentialfunktion zuordnen. Nach diesem Video wirst du den Einfluss der Parameter a und c auf die Exponentialfunktion kennen. Im nächsten Fenster des Arbeitsblattes findest du folgende Aufgabenstellung. Deine Aufgabe ist es, die vier Exponentialfunktionen ihren zugehörigen Funktionsgraphen auf der rechten Seite zuzuordnen. Pausiere dazu bitte das Video. Gut, werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf unsere erste Exponentialfunktion. Diese lautet f1 von x ist gleich 2 mal 1,25 hoch x. Um zu verstehen, welchen Graphen diese Exponentialfunktion beschreibt, müssen wir die Parameter c und a betrachten. Beginnen wir mit dem Parameter a. Aus dem letzten Video wissen wir bereits, wie der Parameter a unsere Funktion beeinflusst. Wenn der Parameter a, also die Basis, größer als 1 ist, dann beschreibt unsere Funktion ein exponentielles Wachstum. Das heißt, wir erwarten eine Kurve, die in etwa so aussieht. Nun werfen wir einen Blick auf den Parameter c. Um zu verstehen, wie der Parameter c unsere Funktion beeinflusst, setzen wir zunächst den Wert 0 in unsere Funktionsgleichung ein. Das heißt, f1 von 0 ist gleich 2 mal 1,25 hoch 0. Aus den vorherigen Videos wissen wir bereits, dass jede Zahl hoch 0 immer 1 ergibt. Das heißt, wir bekommen als Ergebnis 2 heraus. Das heißt, der Parameter c verrät uns, dass die Funktion durch den Punkt 0, 2 durchgehen muss. Werfen wir nun einen Blick auf die Funktionsgraphen auf der rechten Seite. Das heißt, wir suchen eine Funktion, die diese Form hat und durch den Punkt 0, 2 durchgeht. Wir erkennen sofort, dass das die rote Funktion sein muss und können diese mit f von 1 beschriften. Nun betrachten wir die Exponentialfunktion f2. Wieder analysieren wir die Parameter c und a, um den Funktionsgraphen zu finden. Aus dem letzten Video wissen wir bereits, dass wenn die Basis zwischen 0 und 1 liegt, wir einen exponentiellen Zerfall erwarten. Das heißt, wir erwarten, dass die Funktion f2 ungefähr so aussieht. Aufgrund des Parameters c wissen wir, dass die Funktion f2 durch den Punkt 0, 2 durchgehen muss. Wir werfen nun wieder einen Blick auf die Funktionsgraphen und erkennen sofort, dass f2 die grüne Funktion sein muss, da diese einen exponentiellen Zerfall beschreibt und durch den Punkt 0, 2 durchgeht. Nun werfen wir einen genaueren Blick auf unsere dritte Exponentialfunktion. Diese lautet f3 von x ist gleich minus 2 mal 1,25 hoch x. Wiederum betrachten wir die Parameter c und a. Da der Parameter a, wie auch beim ersten Beispiel, größer 1 ist, erwarten wir uns ein exponentielles Wachstum, also eine Funktion, die ungefähr diesen Verlauf hat. Betrachten wir nun den Parameter c, dann wissen wir, wenn wir gleich vorgehen wie bei unserer ersten Exponentialfunktion, dass unsere Funktion durch den Punkt 0 und minus 2 durchgehen muss. Nun werfen wir einen Blick auf die Funktionsgraphen auf der rechten Seite und suchen eine Funktion, die ein exponentielles Wachstum beschreibt und durch den Punkt 0 und minus 2 durchgeht. Nun stellen wir ganz erschrocken fest, dass wir eine solche Funktion leider nicht finden können. Das heißt, bei der Analyse der Funktion f3 ist uns entweder irgendwo ein Fehler passiert oder wir haben etwas vergessen. Pausiere nun bitte das Video und versuche selbstständig herauszufinden, ob wir hier etwas vergessen haben oder ob uns ein Fehler passiert ist. Gut, was wir vergessen haben, ist, dass wenn der Parameter c kleiner als 0 ist, also negativ, unsere Funktion an der x-Achse gespiegelt wird. Das heißt, wir haben eine Spiegelung an der
x-Achse. Das heißt, die Funktion, die wir suchen, hat nicht diese Form, sondern wir suchen eine Funktion. Ups, falsch rum. Das heißt, wir suchen eine Funktion, die ungefähr so eine Kurve beschreibt und durch den Punkt 0, minus 2 durchgeht. Werfen wir nun einen Blick auf unsere Funktionsgraphen, dann erkennen wir, dass das die blaue Funktion sein muss und können diese mit f von 3 beschriften. Nun werden einige von euch aufschreien und sagen, Moment mal, diese Funktion beschreibt ja jetzt überhaupt kein Wachstum, wenn die Funktionswerte mit größer werdenden x immer kleiner und kleiner werden. Und das stimmt auch. Diese Funktion beschreibt kein exponentielles Wachstum. Aber die Vorstellung, dass sozusagen unsere Funktionswerte sich immer weiter und weiter von den x-Werten entfernen, ist genau die gleiche. Nun wissen wir auch, dass unsere orange Funktion die Funktion f4 sein muss. Analysieren wir aber noch schnell, warum das der Fall ist. Da hier unser Parameter a zwischen 0 und 1 liegt, erwarten wir einen exponentiellen Zerfall. Da aber unser Parameter c negativ ist, wird unsere Funktion wieder an der x-Achse gespiegelt. Das heißt, wir haben hier eigentlich keinen exponentiellen Zerfall, aber unsere Funktionswerte nähern sich immer weiter und weiter der x-Achse an. Und die Funktion muss natürlich auch durch den Punkt 0, minus 2 durchgehen. Gut, versuche nun selbstständig die restlichen Lücken am Arbeitsblatt zu füllen und pausiere dazu das Video. Okay, wie wir bereits wissen, gilt für jede Zahl a größer 0, dass wenn wir a hoch 0 rechnen, wir als Ergebnis 1 bekommen. Betrachten wir nun mal mit diesem Wissen den Funktionsausdruck f von x ist gleich c mal a hoch x und setzen für unser x 0 ein. Das heißt, wir schreiben f von 0 ist gleich c mal a hoch 0. Nun wissen wir, dass a hoch 0 1 ergibt. Das heißt, wir bekommen als Ergebnis c heraus. Das heißt, wir können allgemein folgern, dass für jede Exponentialfunktion gilt, dass die Funktion durch den Punkt 0, c durchgehen muss. Gut, das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt der Exponentialfunktionen weiter.